Hallo Leute, willkommen zurück bei Resident Evil 7. Im letzten Part haben wir den Kopf der D-Serie endlich gefunden. Wir haben beide Teile zusammen, können somit das Serum herstellen. Wie genau wissen wir allerdings noch nicht. Wo geht es hier jetzt eigentlich? Wo führt mich die Tür hin? Okay. Ich brauche die Kurbel. Flintmunition, oder? Sag ich nicht nein. Muss nochmal zurück. Ich brauche die Kurbel. Lalalala. Da ist sie. Dankeschön. Ich weiß nicht, irgendwie... Irgendwas passiert hier doch jetzt. Wenn ich die Kurbel betätige. Ich weiß nur noch nicht was. Drei ist ein bisschen wenig. Es ist, mir geht es halt darum, mein Inventar ist halt so. Ist halt begrenzt, ne? So. Die Kurbel werde ich schon nicht mehr brauchen und die... Den Kopf und den Arm lasse ich jetzt auch mal in der Kiste. Einfach, weil ich da mehr Platz habe. Ich komme mir. Das kannst du am Abend sagen, wenn ihr zusammen seid. Mein lieber Ethan. Ich weiß doch, dass hier was passieren wird. Ich check mal meine... Okay, passt alles? Also irgendwie hat das auch so ein bisschen Endboss-Flair. Muss ich sagen. Okay, hier geht's nicht weiter. So ein ganz klein bisschen Endboss-Flair hat das hier ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Lukas der Endboss ist. Dafür wirkt er doch zu verspielt. Flüssige Chemikalie, Flintenmunition und irgendwas anderes, was ich nicht mehr identifiziert habe. Ja, irgendwas anderes. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder schön viel Zeug. Vollgeheilt bin ich. Aber mir gefällt nicht, wie mein Inventar aussieht. Du gehörst nämlich darüber und du gehörst darüber. Du gehörst da hoch, du darüber und dann passt. Ja, muss schon alles seine Ordnung haben. Okay. Flintenmunition, das ist immer gut. Und ich brauche nochmal die Kurbel, okay. Na, ah, ich hab's ja abgelegt. Oh, oh, oh. Die M19 ist echt gut. Warum kommt jetzt so eine Musik? Voll die bedrohliche... Ach, da ist ja noch einer. Wow! Das sind ja mehrere. Nachladen. Nachladen. Okay. Ist mir lieber, dass ich jetzt für die beiden Molder meine ganze... Oh. Meine ganze Pistolenmuni ausgegeben habe. Komm her. Bums. Ach, hätte ich doch nur die Ding mitgenommen. Die Kurbel.
Wäre das alles jetzt nicht passiert, dann hätte ich jetzt nicht die Molder bekämpfen müssen. Naja, was ist halt jetzt so? Ich verstehe nicht, warum immer noch so eine Musik ist. Den Dietrich will ich dabei haben. Kurbel. Ah, die Magnum-Munition doch nicht. Ich will die Kurbel dabei haben. So, die Pistole kann weg. Denn, ich muss sagen, für mich hat das gerade echt Endboss-Stimmung. Und deswegen nehme ich den Granatenwerfer mit. Mit den Flammengranaten. So. Das hat für mich jetzt gerade einfach alles so... so ein bisschen Endboss-Stimmung. Oder insgesamt ein bisschen Boss-Stimmung, sage ich jetzt einfach mal. Und deswegen will ich jetzt einfach mal mit meinen besseren Waffen rumrennen, weil... ich brauche jetzt auch nicht den, Granatwerfer sinnlos aufsparen. Wäre dann auch zu schade. Vielleicht hätte ich ja die ganzen Gegner besiegen müssen. Weil ich muss sowieso den Weg hierher. Weil ich drüben die Kurbel bediene, aber drüben ist ja dann der Weg. Ja. Okay, es ist nichts da. Okay. Es hat nicht gespeichert, das Spiel. Das ist schon mal gut. Das freut mich manchmal. Wenn es nicht speichert, bedeutet das... bedeutet das oft nichts Neues getriggert. Ah, du lebst noch. Okay. Oh, ein Safe Room. Schießpulver. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich hier... ich versuch's einfach nochmal. Plantenmuni. Schön. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich hier ein Safe Room finde. Alter, wie viel Flintenmuni ich hier bekomme. Das Spiel macht ernst. Das Spiel macht ernst. So, 5 Flammengranaten reichen doch. Flintenmuni habe ich jetzt auch genug. Da habe ich doch mehr als genug für alles. Schießpulver brauche ich nicht. Vollgeheilt bin ich. Psychotonikum kann gleich wieder abgelegt werden. Ja. Das sieht doch ganz gut aus. Was sagt er? Boah, der Pater hat da gerade erst angefangen. Da kann es noch weitergehen. Da geht es noch weiter. Vor allem muss man bedenken, mir geht es gerade ziemlich gut. Ich meine, ich habe jetzt gespeichert. Kiste. Und ja... ich habe mein Zeug dabei. Mein gutes Zeug. Alles ist... kann der? Nee, kann... der fasste nur eine Granate, genau. Gespeichert habe ich. Da liegt nix. Mia. Das ist Zoe wahrscheinlich. Liegt hier noch was? Nö. War das so eine gute Idee? Zoe?
Zoe? Zoe, ich... Nicht jetzt. Wir haben keine Zeit. Hast du beide Materialien? Gleich. Beeil dich. Gib mir die Materialien fürs Serum. Ich hol sie ja schon. Ich hab sie schön in der Kiste eingelagert. Das ist so ein Kühlschrank, weißt? Damit das alles frisch bleibt. Frisch vom Metzger. Ja, ich bin zu meinem Metzger des Vertrauens gegangen und hab mir einen Kopf und einen Arm von einer D-Serie bestellt. Beeil dich. Gib mir die Materialien fürs Serum. Ja, das sollte genug sein. Können wir es schnell genug herstellen? Mein Vater und Lukas sind nicht weit weg. Was? Er kommt. Daddy kommt. Was? Daddy. Gut. Daddy kann nicht kommen. Wir haben genug für zwei. Daddy kann nicht kommen. Ich hab Daddy umgebracht. Wenn wir das Serum hergestellt haben, was dann? Draußen ist ein Boot. Damit fahren wir durch den Sumpf. Aber keiner von uns beiden wird ohne Serum weit kommen. Hey, eins davon ist meins. Ja. What the f... Sorry, flipp deinen Arsch zurück ins Haus! Und dich kümmere ich mich später! Alter! Waffe ausrüsten! Es ist schlimm genug, dass du mir meine neue Karte wegnimmst! So, immer schön ins Auge schießen. Hundertprozentig ist das ein Schwachpunkt. Das nervt langsam, Jack. Und wie das nervt, hey. So. Scheiße. Wieso lebt Jack eigentlich noch? Du bist der Mensch. Du hättest dich einfach nur dem Tod hingegeben. Das glaube ich weniger, Jack. Dafür bist du mir gerade noch irgendwie zu ungefährlich. Keinen Eimer Pisse, weißt? Alleine diese Ausdrucksweise. Die Frau bezeichnet mich als Schwanzlutscher, er sagt, ich bin kein Eimer Pisse wert. Ah, ich wollte mich nicht heilen. Na? Soll ich mal eine Granate? Hey, ich habe eine Granate für dich. Ich wollte eine Granate schießen. Ach, die habe ich hier oben. Alter! Du bist jetzt Teil der Familie. Ich bin nie Teil der Familie.
Ich bin nicht Teil der Familie und ich werde es auch nie sein. So. Du wirst gelb. Du wirst nie geboren. Nee, das passt schon alles. Aua! Hab keine Angst, Lüde, ich hab keine Angst vor dir. Alter, wo ist dein Auge? Halt still! Hatte ich nicht vor. Aua! Aber ich sehe dein letztes Auge nicht. Ich glaube, ich habe es gesehen. Nee, doch nicht. Ich dachte, ich habe es gesehen. Halt dich mal. Ich sollte ihr Vater sein. Da! Ich geh mal. Okay. Jetzt habe ich alles gesehen. Aha. Alter. Der hat mich wieder unnötig viel Munition gekostet. Ethan, hier lang. Hatte ich vor. Entschuldigung. Ich dachte, wir sind fertig mit Spielen. Nutz das Serum an ihm. Du willst, dass ich ihn heile? Das fühlt sich ja gut an. Geht's dir gut? Ja. Komm schon, Mia wartet auf uns. Alter, okay, jetzt haben wir nur noch ein einziges Serum. Das ist das Problem, jetzt haben wir nur noch ein Serum. Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Was zur Hölle machen wir jetzt? Soll ich mich jetzt entscheiden? Ich kann mich entscheiden, ob ich jetzt Mia heile oder Zoe. Also normalerweise müsste ich sagen, Mia ist meine Frau, aber Zoe hat mir halt die ganze Zeit geholfen, weißt? Es tut mir leid, Mia. Du hast mich mal versucht umzubringen. Ich finde Zoe einfach sympathischer. Nein. Tut mir leid. Wirklich. Aber Zoe kann uns beide in Sicherheit führen. Und dann komme ich zu dir zurück. Geh! Ich will es nicht hören. Geht schon, ihr beiden! Ja. Geh! Mein Platz ist hier. Bei ihr. Mach dich nicht lächerlich. Du vergisst. Ich habe noch einen Job zu erledigen. Ein Job? Ich finde Zoe einfach sympathischer. Oh, geh weg, Mia! Entschuldigung. Ich
fühle mich jetzt auch irgendwie schlecht, jetzt, weil ich mir halt alleine hab lassen. Ich schicke Hilfe. Ich fühle mich halt jetzt echt schlecht, weil ich mir halt alleine hab lassen, aber... Zoe hat mir die ganze Zeit über geholfen. Außerdem habe ich meins benutzt, um Daddy zu töten. Danke. Ich kann nicht glauben, dass du mich gewählt hast. Mir nützt in ihrem Zustand niemandem. Aber wir kommen hier vielleicht in einem Stück raus. Hast wohl recht. Ich will wissen, was hier vor sich geht. Angefangen mit Mia. Mia kam mit Evelyn her. So hat es angefangen. Evelyn. Das Mädchen. Ich wusste, dass Mia etwas verbirgt. Ja, und weiter? Dort. Das ist das Boot, mit dem Mia und Evelyn herkamen. Oh, was zum... Damit sind sie gekommen? Gehen wir nachschauen. Ich gehe nicht dahin zurück. Ich muss wissen, was Mia hier gemacht hat. Was zur Hölle war das? Das war sie. Evelyn will nicht, dass wir gehen. Nein, nein, Evie, bitte. Zoe? Evie, ich bin brav. Zoe? Zoe! Was zum Teufel? Wow, wow, wow. Okay. Hi, Evie. Mami. Hier lang. Zoe. Ich spiele jetzt Mia? Okay. Wieso nennt sie Mia eigentlich Mami? Das ist ja echt widerlich, was hier gerade abgeht. Echt widerlich. Ich würde mal sagen, was hier genau abgeht. Ich check's nämlich gerade nicht wirklich. Anscheinend ist das gerade Evie. Aber, oh Gott. Das ist eklig. Mich würde es mal interessieren, ob das jetzt wirklich das Spiel irgendwie beeinflusst hat, dass sie mich für Zoe entschieden haben, nicht für Mia. Das, wenn ja, dann wäre das echt geil, muss ich sagen. Ich habe sowieso schon gehört, dass das Spiel sowieso ein bisschen immer variabel ist, je nachdem, wie man es halt spielt, weil man da unterschiedliche Sequenzen freischalten kann und das ist echt geil. Das gefällt mir und ich würde mal sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns dann hier mal ein bisschen genauer um und schauen mal, dass wir vielleicht Ethan nochmal retten können. Es tut mir leid, Mia, dass ich mich gegen dich entschieden habe, aber ja, du weißt. Ich würde mal sagen, das schauen wir uns dann beim nächsten Mal genauer an. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Resident Evil 7 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.